Es ist ein Feiertag und ich frage da nochmal, verdammt, wer von euch findet diese Halle hier genial? Wenn das da so wäre, dann gebt mir mal ein Yeah, auf das jetzt hier eventuell warm und lauter wäre. Mit Beatboxing und Rap, aber auch mit jeder Menge Prominenz aus Politik, Sport und Wirtschaft wurde beim TEC Waldau Stuttgart ein weiteres Stück Vereinsgeschichte geschrieben. Denn seit diesem Wochenende hat der TEC mit der nach dem Gazi-Gründer Dr. Eduardo Garcia benannten Halle ein Schmuckstück, auf das sich die Mitglieder freuen dürfen. Dass jetzt heute der Tag endlich da ist, nach langer, beschwerlicher Arbeit, sowohl seitens des Clubs als auch seitens der Baufirma, sind wir natürlich ganz stolz darauf, dass wir heute hier die Halle einweihen können. Nach nur 6 Monaten Bauzeit und für knapp unter 2 Millionen Euro entstand auf der Waldau nun eine der modernsten Tennishallen Württembergs. Von der Top-Qualität des Belages ließen sich dann auch direkt der ehemalige Weltklassespieler Michael Berrer und die aktuellen Waldau-Asse überzeugen.